was bietet Siemens hier mir als Kunden, mir als Hotelier, mir als Fuhrparkunternehmen tatsächlich an? Danke fürs Dranbleiben. Herzlich willkommen, Markus Bauerreuther von Siemens. Wir sind beim zweiten Teil. Wir sind beim Thema Service im Bereich der Elektromobilität. Was bietet Siemens hier mir als Kunden, mir als Hotelier, mir als Fuhrparkunternehmen tatsächlich an? Wir bieten, beginnend von der kompletten Produktseite, von AC über DC, die komplette Vielfalt, als auch die Beratung und Services dahinter. Das bedeutet, wenn ich ein Hotelbetreiber bin und generell noch keine Ahnung habe, was ich eigentlich brauche, aber möchte in dem Bereich etwas tun, dann kommen wir gerne vorbei, sehen uns an, wie ist der reale Bedarf und beraten auch bei den Produkten, was die richtige Lösung dazu wäre. Was bedeutet Service bei Siemens? Service bei Siemens bedeutet, wir beginnen bei der Beratung von der Wunsch des Kunden. Was möchte er haben? Er will im Bereich E-Mobilität etwas nach vorne bringen, hat aber noch keinerlei Erfahrung. Genau das setzen wir an. Will sich auch in den meisten Fällen gar nicht darum kümmern, weil wenn man keine Ahnung hat, sind die Möglichkeiten, Fehler zu begehen, riesengroß. Es geht von Förderungen, es geht von Genehmigungen von EVN, Kellag und Co., die man ja braucht, um sowas überhaupt machen zu können. Was macht ihr hier? Nehmt ihr mir alles ab? Genau das ist der Ansatz. Wir sind vor Ort, sehen uns den Bedarf an, was der Kunde braucht, beraten, welche Produkte bei ihm passen, was möglich ist. Und dann, wenn es weiter in die Umsetzung geht, haben wir nicht nur die Produkte, sondern auch die Partner für zum Beispiel eine Backend-Betreiben oder für die Förderabwicklung, wo wir direkt die Vernetzung. Stichwort Backend. Das heißt, ich bin jetzt ein Golfplatz. Ich will, dass meine Gäste laden können, aber ich möchte ein bisschen Geld verdienen, weil Golfplätze sind selten recht. Die meisten gehen irgendwann einmal in Konkurs. Geht das? Wie geht's? Geht. Man braucht einerseits Produkte, die die entsprechenden Protokolle führen. Unser ganzes Portfolio tut dieses. Und einen Backend-Betreiber. Wir sind aktuell selbst keiner. Allerdings haben wir Partner, als Beispiel Smartrix ist bereits ein langjährig bekannter, wo wir dann hier die Verbindung herstellen können und das dann als Abrechnungssystem verwendet werden kann. Was muss ich dann als Hotelier oder als Golfplatz oder ganz egal, wer ich immer machen? Ich sorge nur für die Zuleitung oder machst es auch du? Sogar bei der Zuleitung können wir unterstützen. Je nachdem, ob der Lokalelektriker auch die Befähigung hat und das machen möchte, beraten wir hier nur. Oder aber wir gehen direkt zu anderen Siemens-Kollegen, wo wir sogar bis zur Mittelspannung hochgehen können. Jetzt sind wir beim letzten, nicht ganz unwichtigen Punkt. Da geht es um Versicherung, Haftung, was muss ich alles tun? Muss so eine Ladestation jährlich geprüft werden, ja oder nein? Im gewerblichen Sektor muss sie auf jeden Fall jährlich geprüft werden. Allein aus versicherungstechnischen Gründen. Im privaten Bereich ist es eine Grauzone. Wir empfehlen es dennoch zu machen, denn als Beispiel im Fehlerfall sollte etwas geschehen, wird auf jeden Fall der Sachverständige nach einem Prüfprotokoll verlangen und wenn dieses nicht vorhanden ist, hat die Versicherung eine Möglichkeit, hier auszusteigen. Das heißt, unsererseits die klare Empfehlung, jährliche Prüfung durchführen. Dann danke für diese Erklärungen, für die Dichte. Dir wünsche ich alles Gute. Euch sage danke fürs Zusehen. Rest wird verlinkt. Schaut euch das bitte an. Kontakt zu ihm ist natürlich jederzeit möglich. Danke. Ciao.